Tja, brauchen wir die Anhänger hier wirklich noch alle? Da können wir mal mit anfangen, ne? Können wir auch mal die zwei Orangenen weg. Wir haben ja noch den Grünen und den Grauen. Wir verkaufen mal ein paar Sachen. Zum Händler. So, und hier sind welche angekommen. So. So, der kann weg. Das hat hier uns 2500 gebracht. Erstmal wieder zum Hof. Ne, wisst ihr was? Wir verkaufen den einfach auch mit. Dann muss der erledigt. Dann kann der Fendt kann die anderen Sachen hierher fahren. 7500 haben uns gute Dienste geleistet. Ist jetzt aber auch mal an der Zeit, dass wir uns davon trennen. Hab mit der 64er Schnitt gute 45 FPS. Ja, okay. Das ist in Ordnung. Da kann man nichts sagen. Das ist in Ordnung. Jörg schreibt, gefühlt ist mit dem FRS aber immer schlimmer, je besser die Hardware wird. Ja, das, Jörg, lustigerweise habe ich das gleiche Gefühl. Die Hardware wird immer besser, aber wahrscheinlich haben wir auch einfach 750 Mods drauf und hatten bei den alten Teilen, keine Ahnung, irgendwie 50. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran. So, irgendwo steht jetzt hier der. Ach so. Gut, dann müssen wir das Hofsilo Input. Der ist angekommen. Der fährt jetzt zu. So, den stellen wir um. Du fährst jetzt mal. Wo müssen wir das hinschaffen? Werde an allen Standorten zeigen. Okay, Containerhafen, es ist ein bisschen zu weit weg, aber Wild West, nee, Harbor GD-Transport müssen wir es dann bringen. Also, Produktionen, Saatgut, Düngemittelherstellung. Du bringst das zu GD-Transport, Mineraldünger. Zack. Okay, jetzt machen wir erstmal ein bisschen Kohle. Bei der Primus ist dann aber die Frage, machst du es dann komplett mit Verpacken und so weiter? Mit Verpacken? Was gibt's denn da noch? Weil ich kenne ja nur. Ach so, du meinst dann dieses Gebäude? Ah nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, King. Ich würde da nur mal ein bisschen jetzt das ausprobieren, dass wir mal ein bisschen was anderes gemacht haben, auch hier zur Folge 400. Finde ich, glaube ich, ganz lustig. Dass Giants für die PC-Spieler nicht mal eine Vierfachkarte macht, sondern immer nur die Standardkarten. Ja, Sven, das ist einfach so, dass sie die Konsolen mit abdecken wollen, ne? Und es gibt einfach dann diese faulen Kompromisse, die daraus entstehen. Stegi und Reggie sagen ja, sie wollen die Primus. Okay, kümmern wir uns drum. Luis schreibt, Endplay hat ein Video mal gesagt, dass eine Primus sich nicht lohnt, aber cool wäre es trotzdem. Ja, ich habe gedacht, mal so aus Spaß. Sven, das liegt daran, dass die Consoleros Abstriche machen müssen, genauso wie bei den Scripts. Genau, Guido, das ist einfach so, ne? Hattest du nicht einen Tieflader gekauft? Nee, ich glaube, ich wollte einen Tieflader kaufen, Stegi. Ich habe keinen Tieflader. Wo ist der? Wo wohnt unser Tieflader? So, der ist weggeparkt. Steht der hier? Der Tieflader? Ja. Stegi hat recht. Stegi ist ein sehr aufmerksamer Zuschauer und hat das. Das ist. Ja. Richtig. Tieflader. Na gut, so viel ist es ja nicht mehr. Das kann er, die ein, zwei Sachen kann er machen. Warte mal, aber wo ist denn der Kumpel jetzt eigentlich? Der ist immer noch unterwegs. So nicht der Schnellste. Habe ich den hier mal. Oh ja, dem habe ich mal gesagt, er darf nicht so schnell fahren. Mach mal lieber ein bisschen schneller. Gut. Hab Gott sei Dank nur 941 Mods bei dem größten Projekt. Guido, wie sieht's eigentlich aus? Wann gibt's denn die Veröffentlichung? Ich frage immer gerne mal nach.
Reggie sagt, die Primus echt cool, musst du nur darauf achten, einen niedrigen Trecker und einen niedrigen Hänger als Abfahrer einzustellen. Alles klar, da gucken wir mal, dass wir das zusammen hinkriegen. Ich mich nicht irre. Der jetzt hier gerade mal 4 und das sind dann 34.000. Was hat die Primus gekostet? Hab ich schon wieder vergessen. Primus. M-m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 
Unsicher TV, ich muss dann auch weg. Gutes Stream noch unsicher. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Vielen Dank für deinen Support. Noch einen wunderschönen Sonntag. Schönen Start in die nächste Woche. Liegt auch daran, dass der Multiplayer systemübergreifend läuft. Ah, das bräuchte ich ja gar nicht eigentlich, ne? Um echt zu sein. Dieses, wie heißt das nochmal? Cross. Nee, nicht Crossfeed. Crossfeed war im Flieger. Ach, komm nicht drauf. Was haben die ja dann bei den Shootern auch gemacht? Die ganzen Controller-Spieler mit ihrem Auto-Aim? Naja. Crossover. Crossplay. Crossplay. Danke. Crossplay. So, wir springen mal zu dem CR10. Der hat Gott sei Dank seinen Kurs hier noch drin. Da habe ich mal wieder Glück gehabt. Dann zum Terra-Track. Löschen den raus, kopieren den rein. Damit hat er jetzt seinen ersten Kurs. Und Feld 11 Hafer ist eingestellt. So, der würde einmal drumrum fahren. Jetzt müssen wir uns mal alle angucken. Und dann fängt der immer von hinten an, ne? Ja. Na, pass auf, dann lassen wir ihn einfach hier anfangen. Können wir den Rest, können wir nachher einmal schnell von Hand machen. Müssen wir jetzt nicht nach da hinten düsen. Ist eh nur so eine halbe Reihe. Nächster Wegpunkt. Los geht's. So, Primus fängt an zu primossen. Schön langsam das Gerät. Da kommen sie. Die kleinen Hasenköttel. Das stimmt, die Menüs sind auch alle auf den Xbox-Controller ausgelegt. Hab mir extra einen zugelegt. Ja, verstehe ich. Das ist auch nativ darauf ausgelegt, das merkt man auch. Benjamin, wunderschönen Sonntag allen zusammen. Benjamin, herzlich willkommen, ich grüße dich. Luis schreibt auch nochmal Cosplay, genau, richtig. Und auch nochmal jetzt an der Stelle vielen lieben Dank an alle, die hier im Stream dabei sind. Ich freue mich sehr, wir feiern die 400. Folge der Wild West 16-fach. Und wenn ihr noch Zeit habt und mich unterstützen wollt, gerne nochmal den Daumen nach oben Button drücken. Das zeigt dann immer dem YouTube-Algorithmus, dass das vielleicht ganz okay ist, was ich hier mache. Und dann wird der Stream auch noch anderen vorgeschlagen. Außerdem weiß ich zurzeit nicht, was ich spielen soll. Will ja auch nicht so viele andere Spiele spielen, die so viele andere streamen oder Videos von machen. Ja, Guido, das... Ich glaube, du musst einfach irgendwas machen, was schon 100 andere gemacht haben. Und musst es einfach ein bisschen besser machen. Ich glaube, ein Spiel zu finden, was noch nicht viele streamen... Schwierig. Ich glaube, der Markt ist ganz schön gesättigt. So, ab wann ruft denn der hier den Abfahrer? Mach mal bitte ab 30%. Jetzt bin ich mal gespannt. Kennt jemand von euch den Kompressionsfaktor? Also wie viel Stroh wird zu wie viel Pellets? Kennt das zufällig einer von euch? Ich nämlich leider nicht. Stabo ist auch dabei. Grüß dich, Stabo. Herzlich willkommen im Stream. Freue mich. Hoffe, dein Sonntag war soweit okay. Musste vorhin an dich denken, als ich wieder an dem Förderband bei den Steinen war und das aneinander gekoppelt war. 3:1, 1:3. Aha, 3:1. Okay, das ist interessant. Dann gucken wir gleich mal nach den Preisen. Mann, ich hätte mich natürlich gefreut, wenn er das während der Fahrt abgebunkert hätte, aber... Ich meine, sieht cool aus, was er da macht, aber warum? Na, nutze ich mal die Zeit und wir gucken eben mal nach den Preisen. Das ist wahrscheinlich recht weit unten, ne? Strohpellets 300. So ein Stroh. Ja, also es ist, bringt einen Gewinn. Klasse, das hat jetzt geklappt. Wie du schreibst, ich weiß, es ist schwer, momentan ist auch irgendwie die Luft raus, beziehungsweise ein kreatives Loch. Ja, nicht forcen. Wie du einfach dann mal eine Woche, zwei Wochen Abstand nehmen.
Dabo ist im Urlaub. Wo denn? Darf ich fragen, wo? Wie ist es? Also die überlädt ja wirklich mittelschnell. Ist auch super blöd, dass die so ausklappt, ne? Für die Automatisierung. Wahrscheinlich haut die jedes Mal gegen den Abfahrer gegen. Aber wir gucken mal. Sehr gut, haben wir das auch. Die Dessertfabrik braucht schon wieder Erdbeeren. Gewächshaus 1 braucht Wasser. Gewächshaus 1 braucht Wasser, okay. Gewächshaus 1 braucht Wasser. Dann mach das mal, kleiner Elektroflitzer. Arbeit beendet. Sehr schön. Hat überlegt, noch irgendwo kalken müssen. Können wir mal gucken. Aha, hier auf der 13. Ach, hier auch. Ja, nee, easy. Gut, dann fahre ich den einfach mal. Achso, im Moment. Ich wollte Ecke noch mitnehmen. Oh, yeah. Jetzt wäre Precision Farming gut. Naja, jetzt haben wir sie wenigstens. So, dann fahr mal bitte zu Hof parken. Dann kannst du einmal tanken. Können wir die einmal reparieren? Das passt schon. In Gerlos. Gerlos im Zillertal. Sehr schön. Vorsicht, Baum. Sehr, sehr schön. Gut, also, was... Achso, er macht da, dies, das, Ananas. Es ist okay. Lasst uns mal nach den... Ja, der ist gerade nicht auf dem Feld. Der ist gerade nicht auf dem Feld. Der ist gerade nicht auf dem Feld. Sind alle gerade nicht auf dem Feld. Sind alle sogar gerade voll. Welcher ist denn am weitesten? Ne, der erste, ne? Doch, er hier. Gut, die bringen das noch in den Fermenter. Wie viel kann der noch aufnehmen? Oh ja, der hat noch Kappa. 800.000 noch. Nochmal anmachen. Zack. Geht da nämlich noch ein bisschen was raus. Da, 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 da. Sehr, sehr, sehr schön. So, alte Fahrzeuge wollen wir verkaufen. Wir gucken nochmal, was wir hier noch haben. Tja, unseren Fendt, soll der auch weg oder behalten wir den noch? Ist natürlich, gehört ein bisschen zum LS dazu, so ein 515C. Ne? Können wir mal drüber nachdenken, ob wir den auch loswerden. Ist ja witzig, dass die alle gleichzeitig hier auftauchen. Dann gucken wir mal hinten die Maschinen noch durch, was wir davon noch verkaufen können. So, den Anhänger können wir nochmal behalten. Hier ist noch ein orangener. Den können wir auch mal wegbringen. Zwei orangenen noch und den Striegel noch. Die Kartoffelsaatmaschine behalten wir. Kartoffeln müssen wir auch unbedingt mal wieder machen. Händler bitte. Ja, das ist natürlich eine blöde Idee, ne? Der Kurs ist hier ja... Also der braucht den bald nicht mehr verkaufen, weil der ist dann hinüber, wenn er so weitermacht. Also hier im Hof ist zwischenzeitlich mittelmäßig mit den Frames. Und hier hinten... Achso, da steht der Steinesammler. Von dem müssen wir uns noch zwei oder drei kaufen. Wenn wir Feld 1 nämlich die Steine sammeln wollen, dann mache ich das bestimmt nicht mit einem Steinesammler. Habe ich gedacht, mit vieren. Vier oder fünf, dass wir da so eine richtige, mal so eine richtige Multi-Aktion mitmachen. Dann müssen wir nochmal, die sind nämlich nicht so teuer, die Steinesammler. Der kostet. Ich weiß gar nicht. Ne, wir haben den hier, ne? Das ist so ein. Der hat irgendwelche. Der hat doppelte Breite hier. Aber das ist nicht animiert. Also der hat keine doppelt breiten Aufnahmewalzen, sondern das, der nimmt einfach nur mehr auf. Das mag ich nicht so. Und da müsste ich, und das will ich wirklich machen im LS25, solche Mods muss ich einfach wieder löschen, die mir nicht gefallen. Das habe ich überhaupt nicht gemacht im LS.
Wie viele Kühe hast du jetzt im Stall? Gute Frage. Also wir haben 600 Kühe im Stall, 1000 kann der Stall. Und wir haben aber die hier auf 10%, die auf 88, wie auch immer das passieren kann. Die auch auf 90 und genau die drei hier werden nächsten Monat wahrscheinlich nochmal 100 werfen jeweils. Dann sind wir bei 900. Also im Moment 600, fast 900. Grüße. Jetzt mal tanken. Wie viel Sprit haben wir noch? Sprit. Kennt ihr das noch? Sinnlos im Weltraum? Junge, wir haben kein Sprit. So, was ist hier im Discord los? Ich bin, ihr müsstet mal, ich muss unbedingt noch mal ein oder zwei Discord-Mods suchen. Und dann mal, wenn ihr Bock drauf habt, gerne mir mal per Discord schreiben, weil ich jetzt zum Beispiel während der Streams und Aufnahmen dann immer nicht drauf bin und dann zum Beispiel auch andere mal die neuen Leute freischalten können müssen. Das muss ich unbedingt mal machen. Wer von euch ist denn vertrauenswürdig und traut sich diese enorme Verantwortung zu? So, was ist hier los? Wir machen mal Folgendes. Boah, der ist ja komplett hin, wa? Den machen wir erstmal heile hier. Oh, oh. Ach so. Waffo Boy! Du hast doch das Fettpack drauf. Ja, hab ich. Guck mal, ob dann... da ist mal dieses Herz davor, das ist... Heinos Bruder ist auch da, grüße dich, mein Lieber. Herzlich willkommen im Stream. Schön, dass du einschaltest. Warte mal. Shift P. Tiere. Hühner. Fett, Hühnerstall. Das ist ja der, den wir hier haben. Da und da haben wir zwei von den Tausendern. Und hier haben wir zwei von den 360ern. Also das sind die 1200er hier, die ich hier habe. Die gibt es einmal in lang, weil er die irgendwie an seine Karte angebracht hat. Kann man vielleicht so ungefähr sehen. Ja. Und dann gibt es die normalen, die hier. Ja, die hier. Das sind die, die wir hier haben. Genau. Aber es reicht trotzdem nicht. Ah ne. Wartet mal. Bevor ich jetzt hier durcheinander komme, müssen wir erstmal den Elektrotrigger holen, den ich hier hinten hingestellt habe, mitten in den Weg. Das müssen wir auf jeden Fall einmal machen. So, den repariere ich jetzt und dann wollte ich den mit losschicken, um Pellets abzuholen. Strom hat er noch hier noch. Aber da muss mal einer an den Öldruck gucken. Guck mal, ob da ein 5K-Hühnerstall dabei ist. Nee, ist nicht da, wo. Da hat King recht. Das ist nicht das aktuellste Pack. Ich überlege gerade, ob es einen Grund gibt, das nicht zu updaten. Ich könnte das mal updaten. Soll ich das mal updaten? Ich wollte eigentlich nicht mehr an den, Mods rumfummeln. Aber ich glaube, das Ding abzudaten würde wahrscheinlich kein Problem machen. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwo von Hand was manipuliert habe. Ich glaube nicht. Hoffentlich nicht. Ich habe ihn letzte Woche im Stream gefragt. Er hat einen 5K-Stall. Okay, dann update ich das mal. Okay. Marcel ist im Chat. Herzlich willkommen, Marcel. Ich grüße dich. Herzlich willkommen im Stream. Ich hoffe, du hattest einen schönen Sonntag bisher. Ich freue mich, dass du dabei bist.
Welt 11. Hoffer. Da. So, den noch weg und dann müssen wir unbedingt mal zu Feld 1 springen. Und gucken, wie weit die da sind. Die sollten wir eigentlich längst fertig sein vor 30 Minuten. Und nicht, dass du dich wunderst, wenn du updatest, bekommst du zwei neue Tierarten. Ach was. Ja, der ist wirklich gut, der Mann. Muss da neidlos anerkennen, dass er für die Community unglaublich viel macht. Deswegen, wie gesagt, vielleicht gibt es ja mal irgendwann nicht. Irgendwann schreibe ich ihn mal an. Fünfstellig bin oder so, mal gucken. Zum Hof. Ja, er fährt hier lang. Easy, wir kennen's. Muss entladen werden, ja. Wo ist denn der andere? Ach, was habe ich denn hier eingestellt? Chat, ihr müsst mich auf sowas hinweisen, bitte. Ruf Silo-Input, nicht BGA-Input. Ja, Guido, also was ich mal vorhatte, das hatte ich eigentlich für den LS22 noch vor. Ich weiß ja auch nicht, hat er schon angekündigt, dass er das für den 25er wieder macht? Ich habe in letzter Zeit ihn leider nicht so aufmerksam verfolgen können. Aber was ich unbedingt mal machen wollte, war wirklich eine NF Marsh mit diesem großen Produktionspack spielen und dann wirklich auch auf Produktionen zu gehen. Also dann versuchen alle diese Produktionen dann auch genau dahin zu setzen, wo er das vorgesehen hat, wo man die hinsetzen soll, und das mal genauso spielen, also Play as intended sozusagen. Das würde ich wirklich sehr, sehr gerne mal machen. Das habe ich so noch nie. Ich habe das immer so ein bisschen mit ganz vielen Mods gespielt oder mit eigenen Ideen, aber mal so wirklich das so zu spielen, wie er sich das gedacht hat, das stelle ich mir spannend vor. Da, 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 da. So. Wo ist der Elektrotrigger? Heinus Bruder, ich werde dich einfach HB nennen, oder? Als Heinus Bruder? Weil ich kann dich ja nicht Heino nennen, du bist ja Heinus Bruder. HB, fünfstellig zu werden, musst du ganz fix Infos zum LS25 auf YouTube droppen. Das gibt immer gut Klicks gerade. Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Wie erkläre ich das? Ich glaube, ich bin da nicht so der typische YouTuber, dem... Also klar würde ich mich auch über sehr viel Klicks freuen und so. Das geht jedem so. Ich glaube, das ist so dieses Mikroerfolgserlebnis, was man sich wünscht, wenn man mit solchen Sachen vor die Tür geht, ins Internet geht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich probiere lieber mal so Sachen aus oder versuche mal auch Sachen zu machen, wo mich das technisch reizt. Und das 14. Erklärvideo zu machen, klar würde das gut Klicks bringen, aber ich finde, das Internet ist so voll mit redundanten Informationen. Wo ist denn der Elektrotrecker hin, der das hier abfahren sollte eigentlich? Aha. Nö, ist klar. Und deswegen kann ich mich da nicht so richtig zu durchringen. Ich weiß, du hast absolut recht. Das wäre der richtige Weg und das wäre logisch und sinnig und würde wahrscheinlich dem Kanal auch gut tun. Oder der Kanalgröße gut tun, aber ich hätte so gar keinen Bock drauf, ey. Weißt du, kannst du nachvollziehen, was ich meine? Also, konnte ich mich wenigstens verständlich ausdrücken, das ist mehr die Frage. Und das ist so ein bisschen der Grund, warum ich dann in diesen News-Videos nicht so aktiv bin. Ich hatte dann auch überlegt, direkt dann, als die Infos rauskamen, auch so ein... Ich habe ja einmal so ein Reaction-Video gemacht auf den MSFS-Trailer. Der hatte auch okay Klicks, aber da musste ich dann die Monetarisierung rausnehmen. Ich meine, das spielt keine Rolle, aber dann ist es so gefährlich, diesen Trailer zu zeigen, weil man nicht weiß, ob Microsoft das möchte. Und wenn ich den Giants-Trailer 1:1 zeige, ohne dass ich die um Erlaubnis frage, dann können die mir halt auch einen Strike reinpacken. Und 3 Strikes ist halt Ende bei YouTube. Da kannst du Gronkh sein oder PewDiePie oder wie auch immer. Bei 3 Strikes ist Feierabend, deswegen... bin ich immer vorsichtig, dann einfach Sachen, die nicht auf meinem Mist gewachsen sind, dann zu benutzen. Vielleicht habe ich da auch noch nicht hundertprozentig die Grundlage zu verstanden, also die rechtliche Grundlage.
Guido, vielen lieben Dank. Das ist nett von dir. Schafstall. Erstmal Facts. Mutter Teresa ist in Mazedoniens Hauptstadt Skopje geboren. Der Name der Marke Nike oder Nike geht auf eine griechische Gottheit zurück und steht für Sieg. Aber das hieß, die Göttin hieß, glaube ich, Nike. Nike war die Göttin des Sieges und der Sportlichkeit, Tochter des Zeus und der Aphrodite. Kalifornien und Brasilien liegen im Gemeindegebiet von Schönberg im Kreis Plön in Schleswig-Holstein. Ja, wir haben in Niedersachsen haben wir Rom und Texas. Klein Texas. Gibt ein paar so witzige Städtenamen hier. Ja, das läuft doch erst rein hier, guckt mal. Jetzt könnte der eigentlich weiterfahren, ne? Habe ich da irgendwie Anhalten während des Abladens eingestellt? Warte mal, wo müsste ich denn das jetzt einstellen eigentlich? Hier dann, ne? Beim Entladen stehen bleiben, deaktiviert. Ne, hab ich nicht. Okay. So, Karte. 500. Ich glaube, es gehen nur noch 500 rein, ne? Schafstall. Der große. 500. Also Max. Wurde da auch geupdatet? Ist das jetzt auch größer? Heino schreibt, das kann ich verstehen. Super. Ich glaube, dass Giants da den Daumen drauf hat. Es gibt ja YouTuber mit einem gewissen Status bei Giants wie Endplay und ich glaube, die bekommen nach und nach Infos von Giants durchgeschickt. Auf jeden Fall, Medikus. Definitiv. Ich wüsste nicht, welche Quellen die sonst anzapfen. Die sind ja dann irgendwie Platinum-Partner oder so. Ist ja Fett übrigens auch. Der ist ja auch Platinum-Partner irgendwie und dann kriegen die Infos. Logisch. Logisch. Definitiv. Ist ja auch in Ordnung. Man muss ja dazu sagen, von Giants auch klug, denn sie erreichen durch diese YouTuber ja auch extrem viele Leute, die sich für dieses Thema interessieren. Also es ist ja wirklich zielgerichtete Werbung, die sie da machen und es ist klug, definitiv. Aber heute braucht man zum Wachstum einfach Clickbait. So ab und zu ein wenig davon könnte schon gut Wachstum einfahren. Ja, ist schon richtig, ich weiß. Ich weiß. Ich müsste mehr so große Smileys auf meine Thumbnails machen und so Pfeile, rote Pfeile, hat doch Pizza mal gesagt. Wie im Thumbnail müssen rote Pfeile sein, damit es geklickt wird. Wir haben drei Rums in Deutschland. Mecklenburg-Vorpommern, in der Eifel und in NRW bei Morsbach. Guido, Recherche. Interessant. Jo, da waren wir im Urlaub. Noch zwei Strände weiter liegt dann Bolivien. Klasse. Masik ist wieder da. Grüße dich. Sibirien und Brasilien liegen auch in Schleswig-Holstein. Ja, ist schon verrückt. Ist schon verrückt. Leute, 37 Zuschauer im Stream. Das ist der absolute Rekord. So viele waren es noch nie. Ich freue mich extrem darüber, dass ihr heute einschaltet und dass ihr mit uns gemeinsam ein bisschen die 400 aufnehmt. Und für alle, die ein bisschen später gekommen sind oder früher wieder raus müssen, am Dienstag und Mittwoch kommen die beiden Folgen dann nochmal ganz regulär auf YouTube. Den Stream gibt es auch zu gucken, aber wer sagt, naja, pass auf mit dem Chat und das alles. Also ich, klassischerweise kommen die dann immer nochmal ein bisschen nachbearbeitet in Bild und Ton dann als YouTube-Folge. Genau. Stabung fragt, welches Feld kaufst du als nächstes? Ja, das ist eine ziemlich interessante Frage und ich danke dir dafür. Also wir haben die 1 gekauft und die hat ja ungefähr 109 Hektar. Jetzt könnten wir springen mal hin. Jetzt beantworten wir die Frage mal korrekt. So, jetzt irgendeiner von euch wird doch mal auf dem Feld sein hier, oder nicht? Die sind alle synchron. Gut, dann springe ich halt so hin. Das sind jetzt hier netto 82 Hektar Fläche. So, wir brauchen theoretisch ein größeres Zuckerrübenfeld. Also man könnte die 2 kaufen und da Zuckerrüben drauf machen, aber huhu, das wird eine spannende Ernte. Definitiv. Ich habe aber eigentlich gedacht, dass wir dann uns immer so ein bisschen verdoppeln. Also wenn das 100 sind, dann wäre das nächste für mich 200, so, also 200 netto. Das sind so 220. Ja, so, also 52, 50, so eins von den dreien würde ich ganz gut finden. Und dann Soja drauf.
für, nee, Raps drauf für Öl. So. Und dann 4, 5 Drescher gleichzeitig, die dann das Feld irgendwie abfahren. Alternativ könnte die 11 für Zuckerrüben interessant sein. Die 17 werde ich zwischendurch irgendwann mal kaufen. Das wird noch ein Grasfeld. Wobei wir jetzt tatsächlich erstmal wieder Maschinen brauchen. Also uns fehlte lange. Oh, ich habe die 110 noch. Warum habe ich die? Naja. Uns fehlten lange Felder. Da hatten wir zu viele Maschinen. Jetzt haben wir wieder zu viele Felder und zu wenig Maschinen. Auf Feld 43 mache ich gerade Karotten und es dauert. 48, 47. Hä, bin ich blind? 49, was? Hier, 43. Ja, ja. Wie viel hat das? 50, also wahrscheinlich so 40 Hektar Karotten. Hut ab! Karotten kann ich ja leider auf der Karte nicht machen. Ihr kennt das Problem, ja. Da sind wir, haben wir ja lange durchexerziert, das Thema. Aber es gibt auch gute Nachrichten, weil ich habe den lieben Tobi doch dazu überreden können, dass er mit mir Karotten auf der Castle Now macht. Und das ist jetzt unser nächstes Ziel da. Und da freue ich mich extrem drauf. So, was sagt er denn jetzt hier? Fahr mal zu deinem... Hier ist ja noch alles voller Stroh. Arbeitet ihr auch, oder... Ich wollte hier eigentlich pflügen. Also düngen erstmal. Also, was merken wir jetzt daran? Das hier ist auch schon trotz 4 Abfahrwagen nicht effektiv. Und ich überlege tatsächlich, ob wir das jetzt im laufenden Betrieb hier nochmal anpassen. Die Frage ist, also an alle hier im Stream, Umladen von Stroh. Also ich glaube, wir müssen denen diese langen Fahrten abnehmen, dass die maximal, das bis hierhin ist auch schon ewig weit, dass wir da vorne umladen. Aber Umladen von Stroh nur mit Silo, ne? Wir bräuchten... Tja, es wäre dann... Hab damals schon gesagt, es macht mehr Sinn beim Quaderball. Ja, HP, das geht ja auch nicht, weil die automatische Abfahrt von Quaderballen nicht vernünftig funktioniert. Der fährt... Also bei mir zumindest nicht. Der fährt dann zwar wieder aufs Feld, aber der macht dann nichts. Und da muss ich ihn immer von Hand anstellen. Würde die Strohsammler direkt beim Ernten losschicken bei den großen Feldern. Ah, die würden sich wahrscheinlich gegenseitig umfahren. Wäre aber eine gute Idee, ne? Dass die einfach früher starten. Du könntest an sich auch das Stroh mit einem Häcksler mit Pickup, die es als Mod schon gibt, die Stroh aufnehmen. Das würde schon schneller machen. Ja, King, das ist auch eine gute Idee. Ich habe aber, glaube ich, das Problem, dass ich diese... Es sind diese weiten Fahrten hier. Das ist nämlich ewig lang. Und die vier hier sollten eigentlich nur das hier hinschaffen. Aber ich krieg's nicht übergeladen. Etwa eine Bahn später losschicken. Ja, kann schon Sinn machen. Macht schon Sinn. Guido, das stimmt schon. Hab immer zwei. Der eine fährt voll weg und mit dem anderen sammle ich ein. Wenn ich das von Hand mache bei den Feldern hier, es ist Arbeit beendet. So, dann können wir hier die mal losschicken. Frage ist nochmal an euch, kennt ihr einen anderen Weg, um Stroh überzuladen als mit einem Silo? Ich glaube nämlich nicht, ne? Du fährst mal zu Hofsilo Input. Ich hätte da vielleicht noch eine Idee. Ich weiß aber nicht, ob ich die Mod noch installiert habe. Und ich weiß vor allem nicht, ob man das automatisieren kann. Wartet mal, wir gucken. Und zwar hatte ich mal... Wo wird denn das sein? Hier nicht. Hier? Wenn ich das überhaupt installiert habe. Ja gut, man könnte natürlich. Oi, oi, oi. Hm. Weiß ich aber auch nicht, ob ich das will.
meine, theoretisch wäre das das, ne? Der nimmt das auf und. Aber der macht das dann in Ballen und kriegen wir die Ballen dann weg. Ja, genau, so eine Überladestation, genau die meine ich, King. Ich meine, ich hatte die mal installiert. Ich weiß aber nicht, ob ich die noch installiert habe. Oder wenn sie wo wäre. Steht doch immer zwischen zwei so großen Feldern eine Ballenhalle. Ja, eine Ballenhalle könnte man auch machen, ne? Aber wir brauchen das Stroh ja eigentlich, ja, als Überlademöglichkeit, meinst du, ne? Das ist schon richtig. Ballenwickler, hier ist es auch nicht. Wo ist denn? Ballentransport? Wo könnte das denn sein? Wie hieß denn, welcher Hersteller war das? Das finden wir natürlich auch nicht raus, jetzt so auf die Schnelle. Das war so eine Überladestation. Das müsste ja eigentlich hier bei Diverses-Wendern drin gewesen sein. Da würde ich es zumindest einordnen. Die konnte man so ausklappen. Das war im Grunde so ein Überladewagen in stationär. Fliegel, sagt King. Okay, mal gucken. Fliegel. King, 10.000 Punkte für dich. Das ist dieses, so eine Overload, XXL Overload Station. Und die ist bei Überladewagen, okay. Okay, tatsächlich. Landrus, bin gerade zurück vom Watzenflugenberg Basel. Hallo Landrus, willkommen. Herzlich willkommen im Stream. Ich freue mich, dass du einschaltest. Ich hoffe, du hattest einen schönen Flug. Sorry, ich habe dich tatsächlich überlesen. Ich habe gerade den Fliegel gesucht. Als Puffer, dann kannst du es mit LKWs kontinuierlich abholen. Ja, pass auf, wir haben erst heute eine Umfrage gemacht. Umfrage starten. Wollen wir den Fliegel-Überlade-Dingsbums nutzen? Mal zeigen, ja oder nein? Wollen wir das mal ausprobieren? Oder eher nicht? Schreibt's mal. Ich weiß nur nicht, ob das so gut klappt mit AD, da die das rückwärts ranfahren kann. Ist eigentlich Feld 1 schon in deinem Besitz? Aber klar, wir arbeiten hier schon auf Feld 1. Ganz fleißig. Ganz fleißig. So, den stelle ich jetzt hier erstmal unter. Dann kriegt er nicht so viele Sonnenflecken. Wow! Ey, so schnell passieren Unfälle, ne? Das erklären wir der Berufsgenossenschaft. Funk automatisch. So, wir gucken mal. Ah. 12 Stimmen, ein paar Leute können noch, wir warten noch mal einen Moment. Der ist hier angekommen, jawohl, der ist hier angekommen. Gib das mal aus. Dann zum Hof parken. Gut. Das ist der dritte, den kann ich nicht automatisch wegparken, dann fahren wir alleine. So. Oh, oh. Kommt der denn her? Ja, alles klar. Das müssen wir nachher mal drüber quatschen. Heute ein bisschen mehr LS-Content hier. Ein bisschen mehr im Farming-Thema gerade drin. HB schreibt, also mit Ballen und Auflieger fährt man 369.000 Liter pro LKW weg. Glaubt mir, nichts geht schneller. Ja, aber das... Du hast ja recht. Du hast recht. Du kriegst mein volles Recht. Aber ich find's so doof.
Das hier finde ich übrigens auch doof. Das ist die Birke. Die eigentlich. Na, ist ja klar. Schon wieder alles voller Sonntagsfahrer, auf jeden Fall. Keltik schreibt viele Grüße aus dem Zentrum der Arbeit, Keltik. Sei gegrüßt. Wie geht's dir? Schön, dass du vorbeischaust. Gut, hier ist so langsam die Mühle voll. Gerste. Pass auf, dann muss das auch zu Hofsilo Input. Wo ist das? Hier? Nee. Ich muss doch da wieder hin. So, okay. Ist doch der nächste, der hier auch. So, der hat Weizen. Weizen geht noch? Fragezeichen. Ja, Weizen geht noch. Ah, da müssen wir mal gucken, ob wir Hafer anstellen müssen. Hafer. Hafermehl. Aktivieren. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, die Birken. Ja, aber Guido, es ist nicht nur meine Schuld. Du siehst auch, dass die haben es auf mich abgesehen. Echt? Das stimmt. Soll MNK mit 52 in Folgen mal wieder Zeitraffer-Videos von den XXL-Filtern beim Ernten machen? Stabo, auf jeden Fall. Darüber denke ich ja sowieso ab und zu nach. Aber in letzter Zeit haben wir so viel zu tun, dass ich die in den seltensten Fällen... dass ich da vorspulen kann, weil eigentlich spielen wir die Zeit jetzt immer komplett durch. Aber wenn wir das nächste Mal, wenn ich da offscreen irgendwelche Felder mache, dann habe ich das auf jeden Fall vor. Also wenn wir uns nicht 10 Stunden Rübenernten antun wollen, können wir einfach den ganzen Sonntag mal streamen, dann würde ich das auch auf jeden Fall... Trägermüde. Dann würde ich das auf jeden Fall wieder als Zeitraffer machen, definitiv. Auf Feld 1 wird im Moment Stroh gesammelt. Also um ehrlich zu sein, normalerweise, aber die fahren immer alle gleichzeitig ab. Auf Feld 1 sammeln wir gerade Stroh nach unserer XXL-Weizenernte. Folge 400 und irgendwie hast du nie Geld auf dem Konto. Das ist absolut richtig, aber ich frage mich gerade, wo ist denn eigentlich derjenige Trecker, welche? Ah ja, der fährt schon noch, aber scheint irgendwie auch. Na gut, es ist eine 3-minütige Fahrt hin und zurück. Immerhin, er kümmert sich. So. 18 Stimmen. Die meisten sagen ja. Umfrage beenden. Wo sind denn gerade schon Zuckerrüben drauf? Zuckerrüben sind... Oh, zeige ich dir gleich. Warte kurz. Schnell 3 Fun Facts. Der billigste Transfer im Profifußball wurde 2010 zwischen Real Madrid und dem spanischen Zweitligisten FC Girona abgeschlossen. Die Ablösesumme für den Reservespieler Marco Tebar betrug 100 Euro. Die Anordnung von Sonnenblumenkernen in einer Sonnenblumenblüte basiert auf der Fibonacci-Reihe, einer mathematischen Reihung von Zahlen. Der gute Fibonacci. In Hawaii ist es verboten, sich einen Penny ins Ohr zu stecken. In Hawaii? Auf Hawaii, ne? Gut, also, haben wir noch einen Trecker über? Dich. Machen wir zum Händler. Die Frage ist ja... Achso, der fährt jetzt Dings. Ja, wollte gerade sagen, was macht denn der eigentlich, der 300er? Aber der fährt Pellets, genau. Der Fun Fact war sponsored by SafeStream. Das ist richtig. Das ist absolut richtig. Wieso Hawaii ist raus? Ist das eine der Dinge, die du gerne tust, Landrus? Dir einen Penny ins Ohr stecken. So, Stabo hat eine Frage gestellt und ich habe eine Aufmerksamkeitsspanne. Auf der 3 sind Rüben angebaut. 30 Hektar Rüben. Aber uns sind die Rüben vorhin, da warst du glaube ich noch nicht da, alle gegangen. Also wir haben gar keine mehr. Das heißt, dieses Feld... Gut, wir haben aber auch 2 ein Jahr übersprungen, glaube ich.
Ja, wir haben ein Jahr übersprungen. Da müssen wir vielleicht noch nicht so Panik schieben. So, ich gehe mal davon aus, dass die Heuschrecke wieder... Genau. Ist nämlich immer noch nicht fertig. So. Hä? Jetzt ist der aufgefüllt, aber nicht losgefahren. Ist doch merkwürdig. Na gut. So. Okay. Also, dann holen wir uns mal so ein Ding und probieren das mal aus. Ich habe den einmal ausprobiert. Ich habe keine Ahnung. Okay. Ich glaube, ich will nicht 100 Euro für ein Logo ausgeben. Danke. Felgenfarbe. Schwarz. Logo. Das ist die 401. Okay. Kaufen. Das muss mir mal einer erklären hier. Erklär mir das mal, mein Freund. Wo kommst denn du her und wo willst du hin? Du kommst... Wie kann denn das sein? Ist da was? Fahr mal nur so 30. Weil es ist viel besser, du fährst etwas langsamer und kommst an, als dass du ewig 10 Minuten an irgendeinem Pfahl hängst. So. Sieht auch so ein bisschen aus wie so ein Weltrand-Container. Ich bin mal gespannt. Wie gesagt, ich habe das Ding bestimmt einmal benutzt, ne? Keine Ahnung. Gülle entnehmen müsste frei sein. Da dürfte noch keiner sein. Da kann er mal hinfahren. So, hier deine beiden Abfahrer. Einer ist elektrisch. Der ist hier und der andere lädt gerade ab. Okay, er muss halt ein bisschen warten. Kein Thema. Wie lange braucht er noch hier? Ah, schon noch ein bisschen. Ich weiß, dass die alle sind. Das war schon vor 20 Folgen klar. Du musst ein Feld mit Zuckerrüben kaufen. Ich muss ein Feld mit Zuckerrüben kaufen? Okay. Ich glaube nicht, aber... Die Frage ist ja, gäbe es das? Zuckerrüben. 59, 67. Da ist noch eine Ballenpresse, die du verkaufen kannst. Alles klar, Stegi machen wir gleich. Guter Hinweis. So, wir gucken nochmal, wo sich die Farbe noch verändert. Also da oben. Ja, 41, ne? 41. Eine Zuckerrüben. 225 Hektar. Ich schätze mal so 180 echte. 180 Hektar Rüben. Mhm. Jetzt habe ich tatsächlich nicht geguckt, was das Feld kosten würde. Also das ist es. Das kostet 5 Millionen, die wir nicht haben. Und das kostet 1,7 Millionen. Das wäre ja auch interessant. Das wäre wahrscheinlich nochmal 40. Über die 68 könnte man tatsächlich nachdenken. Am besten die Kurvengeschwindigkeit runterstellen. Ist das hier die Kurvengeschwindigkeit oder das hier? Oder stelle ich die Kurvengeschwindigkeit einfach einzeln ein hier? Aha, hier. Ja, okay, cool, warte, mache ich. Dann stellen wir das hier wieder hoch. Und dann stelle ich die Kurvengeschwindigkeit auf 50%. Danke für den Hinweis, HB. Man muss bei allen Fahrzeugen einzeln einstellen. Ja, ist schon richtig. So, Ballenpresse. Was haben wir denn noch auf dem Hof, was uns mal helfen kann? Wir haben doch noch den hier, ne? Den habe ich ja gerade erst weggeparkt. So eine Ballenpresse. Dann haben die, also die brauchen wir noch. Oder haben wir zwei? Wir haben nur die hier, ne? Die können wir mal behalten, falls wir mal Ballen machen wollen. Aber du hast auf jeden Fall recht, es sind noch Sachen hier, die verkauft werden müssen. Die Ballenpresse behalte ich mal, weil da habe ich keine größere oder so. Striegel haben wir einen größeren. Dann können wir den auf jeden Fall verkaufen. Der war ja mal für unser Testfeld. Hier vorne war ja mal dieses Testfeld. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie das Ding ausgeklappt aussieht. Ich klappe das mal aus und gucken wir mal.
du ahnst es nicht. Was kann ich denn hier? Hier hoch und runter machen. Links und rechts kann ich nichts machen. Warte mal, wir fangen mal den da vorne ab. Hier geblieben! Oh. Ich hab den einen Baum getroffen. Seid ihr stolz auf mich? Lanus, viel Spaß im Lurk. Viel Spaß beim Kistenpacken. So, kann ich hier auch nebenfahren und abladen? Jetzt I drücke? Nee. Das heißt, ich muss da rückwärts drauf, dann ist es eigentlich. Dann, boah, mit rückwärts drauf Fahrkursen auf so ein Ding hier. Das machen wir dann auf jeden Fall nicht jetzt. Das muss ich vorher offscreen mal üben. Ah, seht ihr? Dann klappt es nämlich. Es wäre eigentlich cool, wenn ich das hinkriege. Ich meine, das lohnt sich jetzt hier nicht mehr. Wir sind hier zwei Drittel durch. Aber fürs nächste Feld definitiv. Das müsste ich dann irgendwie raffen, dass ich den da rückwärts... Das geht ja. Kriegen ja andere auch hin. Kriege ich ja bestimmt auch irgendwie hin. Rückwärts dann hier reinfahren. Ich meine, die von hier kämen die LKWs. Es ist nicht optimal gelöst, ne? Cool wäre, wenn man diese Seite hier runterklappen könnte. So wie die andere Seite. Guck noch mal im F1-Menü. Nächstes Gerät auswählen. Rohr ausfahren. Rohr ausfahren ist ja nur das hier hinten. Ja, die könnte man vielleicht von hier so kommen lassen und dann... Wenn man das hier runterklappen könnte und der könnte einfach drüber fahren. Wisst ihr, was ich meine? Oder einfach so drüber fahren, das wäre cool. Oh ja. Ich glaube, das überlege ich mir nochmal hier. Ich meine, wir haben es jetzt. Ist auch okay. Wir können das mal ausprobieren bei einem Feld. Aber nicht mehr heute. Ich schicke den mal lieber wieder los. Dann haben wir mal ein... Sag mal! Guck jetzt noch ein letztes Mal. Was kann ich denn... Achso, damit habe ich aus irgendwelchen Gründen... Mache ich da vorne den Frontlader. Und hier kann ich das Ding nur hoch und runter machen. Okay. Na, nicht perfekt. Ich meine, die Frage ist ja... Oh, jetzt kommt der hier. Ich will ausgerechnet hier lang. Machen wir beiseite. Die Frage ist ja tatsächlich, ob man sich das so schwer machen muss oder ob ich nicht einfach sagen würde, hey, guck mal, wir nehmen mal das billigste Silo, was wir haben. Na, theoretisch... Ich weiß nicht, wie ihr das finden würdet. Könnt ihr mal in den Chat schreiben. Also wenn wir dann... Wenn man das noch ein bisschen größer, hier ist ja auch so ein kleines Häuschen, das, und das dann hier einfach ein Silo wäre, ne? Ich halte es jetzt nur mal hier so ungefähr hin. Und wir würden dann die Stroh-LKWs hier tatsächlich da rein abladen lassen und die, also die Überladewagen hier rein abladen lassen und holen dann mit den LKWs hier entsprechend das Stroh wieder ab. Könnte man echt irgendwie so machen. Immer diese Bäume, die einen in den Weg springen. Ja, ganz genau. So, was ist jetzt mit ihm? Hey. Kommt hier nicht vorbei? Es gibt doch ein Förderband, über das man fahren kann. Gucke gleich. Also wir schaffen das Ding erstmal wieder zum Händler und verkaufen das. Schau mal, ob du ein Silo hast, was eventuell zwei getrennte Punkte hat, dass du einen Eingang hast und einen getrennten Ausgang, dass die sich nicht in die Quere kommen. Ja, haben wir schon mal ganz kurz geguckt. Warte mal, ich fahre mal den schnell zum Händler, dann verkaufen wir das Ding wieder. Der ist auch beim Händler. Wir gucken sofort. Das kann ich wieder ausmachen. Ach so, als Mod. Ja, aber Förderbändern können wir trotzdem kurz mal gucken. Die Idee finde ich eigentlich ganz cool. Uns da noch irgendeine coole Idee einfällt. Förderbänder. Ja. Im Grunde sowas, ne? Wenn das ist ja für Kartoffeln, aber wenn das so ein, also so in der Art,
Okay, wir gucken nochmal nach den Gebäuden. Ah, den John Deere Drescher kann ich noch verkaufen. Das ist ein guter Hinweis. Jawohl, mache ich gleich. Und wir gucken kurz bei Silos. Also es gibt diese hier, die haben so einen getrennten Ein- und Ausfahrweg. Der ist zwar parallel, aber es ist immerhin getrennt. Das würde gehen. Und ich dachte immer, aber das Ding finde ich nicht mehr, dass ich mal eins gehabt hätte, was auf der einen Seite, ich dachte sogar, es wäre so ein Fettding gewesen, was das eine Ding auf der einen und dann das andere auf der anderen Seite hatte. Aber das habe ich nicht mehr gefunden. Und wir könnten auch nur so ein kleines nehmen. Ah, hier, das hier zum Beispiel. Das hat zwei getrennte Seiten. Aber es ist auch schon ganz schön groß für so am Rand von dem Feld, ne? Das ist schon ein ganz schöner Kavenzmann. Ich finde, das hier ist auch zu hoch. Das müsste es nochmal so in klein geben. Flüssigkeitenlager. Das ist auch so ein Riesenvieh. Oder ist das nur für Getreide? Naja, da fände ich das ganz kleine Uni ja schon irgendwie. Das ist noch so, wo ich sage, naja, das kann man so mit einem halben Auge, würde ich das noch... Die Frage ist, geht das? Hey, Moment mal, geht das? Guck mal, das ist doch eigentlich sogar genau dafür da. Da steht zwar Heulager, aber unten rechts steht Lagermöglichkeit für Heu und Stroh. Das heißt, das müsste doch gehen. Keine Ahnung, ob die LKWs da durchpassen. Ja, wenn wir den mal so da dran halten, das müsste passen. Das Ding sollte doch funktionieren hier. Und das sieht sogar, Kapazität nur 250. Finde ich auch okay, da müssen wir uns eben kümmern. Wir wollen ja nicht lagern, wir wollen ja nur überlagern als kleiner Puffer. Glaube ich, absolut in Ordnung. Das ist eine schöne Idee. Vielen lieben Dank. So, wer hat mich auf den Tipp gebracht? Ich gucke nochmal hoch. King. King, vielen lieben Dank. Dein Text hat mich dazu gebracht, da nochmal nachzugucken. Und was ich mich wirklich frage, so, der John Deere. Wo ist denn der überhaupt? Da. Sehr schön. Guter Hinweis. Der ist bestimmt auch noch ein bisschen was wert. Und jedes Gerät, was verschwindet, gebe ich euch recht, wird wahrscheinlich wieder ein bisschen Performance bringen. So, und jetzt springen wir aber nochmal zu dem Feld Nummer 1 und stellen uns das nochmal bildlich vor. Silos. Ich meine, ich würde das dann irgendwie so hier so rein integrieren, ne? Dass das dann quasi so ein bisschen so aussieht, als gehört das hier zusammen. Da würde man natürlich den ganzen Pausenbereich hier ein bisschen anders gestalten, um dieses Gebäude mehr drumherum. Aber das ist zumindest, wenn das so am Rand von so einem Feld steht, das ist nicht so ein modernes Teil, sondern es sieht so ein bisschen aus wie so eine olle Scheune. Finde ich ganz cool. Finde ich ganz, ganz cool. Was ist einmal benutzt? Basik? Der John Deere? Nee, mit dem haben wir mehr gemacht. Oder meinst du das Überladeding, was ich jetzt gleich verkaufe? Das hier? Ich glaube, mit dem John Deere habe ich eine ganze Zeit lang Sachen gemacht. Da haben wir mehrmals auch Cranberries mit dem geerntet. Wir können ja mal gucken, wie viele Fahrstunden er hat. Guck mal. 44. Genau, King sagt es gerade, er hat nicht umsonst 44 Stunden. Mit dem haben wir viel gemacht. Die ganze erste Zeit haben wir mit dem gearbeitet. Die zweite Fußballliga in Österreich heißt Erste Liga. Sowas finde ich gut. Schokolade enthält so viel Energie, dass sie brennt. Okay. Das Horn von einem Nashorn besteht eigentlich nur aus Haaren. Darüber muss ich mal nachdenken. Nur aus Haaren, wie funktioniert das denn? Ich jetzt in irgendeiner Form wüsste, warum ich hier Escape gedrückt habe. Gut, nicht schlimm. So, das können wir erstmal verkaufen hier.
Das mit der Halle finde ich richtig nice. Das machen wir auf jeden Fall. Kaufen. Verkaufen. So, zurück zum Hof. Ja, wer hat die Arbeit beendet? Aha, sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Okay. Liebe Leute, ich denke mal, dass wir auch so ganz langsam zu einem Ende kommen werden. Wir sind jetzt bei gut über 2 Stunden. Ich möchte die Folge dann aufteilen in 2 Hälften. Dann sind das jeweils so eine gute Stunde und ein bisschen mehr dann für die entsprechenden Folgen für unsere Playlist. Und mir hat das wieder extrem viel Spaß gemacht und ich denke tatsächlich darüber nach, dass vielleicht der LS im Stream etwas zu kurz kommt und dass wir da deutlich nachlegen sollten, also ich in dem Fall. Und ich denke tatsächlich darüber nach, einfach auch mal die ganz normalen Aufnahmen parallel zu streamen, sodass auch bei normalen Aufnahmen dann ihr mit dazukommen könnt und man direkt Einfluss drauf nehmen kann. Ich glaube, dass das eine gute Idee ist. Wird wahrscheinlich nicht immer klappen, je nachdem, wann und wie ich Folgen aufnehmen muss. Aber wenn es so halbwegs passt, meistens nehme ich ja irgendwie zwischen 20 und 22 Uhr auf, dann glaube ich, dass ich dann einfach mal eine normale Aufnahme auch streamen werde. Wobei es natürlich immer was Besonderes ist, diese Jubiläumsfolgen. Heute auch mit knapp 40 gleichzeitigen Leuten. Das ist schon echt richtig der Hammer. Absolut. Weltklasse. So, der ist bei Dings angekommen. Dann bye bye, lieber John Deere Drescher. Der Vorteil an Halle ist, dass dann jemand seine Deko-Fantasien wieder ausleben kann. Das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum ich das so gut finde. So, hier kriegen wir noch 18.000 für. Für den Wagen natürlich nicht so viel und für den nochmal fast 200.000. Wahnsinn. Ja, der stand einfach nur rum, ne? Das muss man echt sagen. Tausch bitte den Ballengreifer noch gegen den 3 hoch, damit du dich leichter tust. Du meinst beim Sägewerk? Den hier? Der hat ja nur 3 hoch. Das ist ein 3er. Falls du den hier meinst. Das ist ein 3er. Können wir mal was aufladen. Aber ich weiß die Taste schon wieder nicht. Naja, braucht die nicht. Oder ist das ein 4er? Ist ein 4er. Gibt's ein 3er? Wo wird man wohl so ein Ding finden? Warte mal. Das ist dann wahrscheinlich ein Radladerwerkzeug. Nee. Dann zählt das als Frontladerwerkzeug. Teleskopladerwerkzeug. 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 3 hoch. Alles klar. Danke. Jetzt habe ich es auch kapiert. Hätte wetten können, dass das nur ein 3-Rohr ist, aber du hast absolut recht. Das nervt immer, weil ich da so oben an der Deckenkante schramme, ne? Sehr aufmerksam, ja. Das passt ganz knapp irgendwie so nicht so. Und wenn ich das dann, warte mal, das war das Z. Dann ist das immer so ein Gemokel. Gudi! Das wird ihn natürlich ein bisschen beschäftigen. Und dein Anhänger bringt immer 3 hoch. Ja, das stimmt. Das passt null zusammen. Gut, mein lieber, was ist das hier? Ein Tori? Ne, was ist das? Wie heißt der? Torian. Dann fahr mal bitte zum Händler. Das wird einen Moment dauern. 15 Minuten. Okay. So, jetzt will ich aber doch nochmal gucken, ob da wenigstens irgendeiner von denen... Aha. Sehr gut. Naja, das Silo haben wir voll gekriegt. Ballenlager im Ballenlager Input. Ja. Hopp. So, jetzt müssen wir alle mal durchgehen. Ah, den können wir gerade nicht.
Den können wir. So, dann machen wir den letzten noch schnell. Wenn der wieder auf seiner Position ist, können wir den auch umstellen. Die Karte ist echt groß, ja. Die Karte ist riesig. Die Karte ist absolut riesengroß. So, jetzt können wir es umstellen. Ach so, der hält nur an, wenn ich das obere Feld ändere, nicht das mittlere. Alles klar, verstanden. Nicht so schlimm. Okay. Marvin lacht. Marvin, alles gut? Ja, den stellen wir auch darüber. Wir müssen ja die anderen Felder dann auch noch kalken. So, also, ich muss mich mal richtig hinsetzen. Und dann kommen wir jetzt auch ganz langsam zu einem Ende. Ich bedanke mich an alle, die heute mitgemacht haben, eingeschaltet haben, die den Channel unterstützen, ob mit Kanalmitgliedschaften oder Kommentaren, Daumen nach oben. Das ist alles echt super klasse. Ich freue mich sehr darüber. Ich freue mich extrem, dass wir so gewachsen sind über die Zeit und jetzt wirklich auch Streams mit knapp 40 Leuten schon auf die Beine stellen und so weiter. Das ist echt richtig klasse. Guck nochmal eben, Stabo schreibt, ich befürchte sowieso, dass du demnächst nicht mehr schneller vorankommst, weil du dazu müsstest die Produktion upgraden, um das Zeug auch verkaufen zu können. Ich kann das ja alles einlagern, Stabo. Das wird dann nach und nach abgeupgradet. Und einige Produktionen, wir haben viele Produktionen, schau mal, in den letzten Folgen haben wir viele Produktionen auch geupgradet, die Zuckerfabrik und so weiter. Jedimax schreibt, es war ein sehr schöner Stream. Vielen lieben Dank, Jedimax. Ja, also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich glaube, jetzt ist eine gute Uhrzeit. Da kann jeder von euch auch nochmal rausgehen oder nochmal was anderes machen. Und ja, ich freue mich an allen, die dabei waren. Ich kann leider nicht alle jetzt vorlesen. Kann ich? Nee, kann ich nicht. Funktioniert so nicht. Und deswegen fühlt euch alle ganz herzlich umarmt und ich fand es richtig, richtig klasse. Ich hoffe, das Projekt gefällt euch nach wie vor. Über 400 Folgen, das ist schon echt nicht wenig. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Sonntag. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr in irgendeins der anderen Videos reingucken. Heute kam auch das Trading Card Simulator Video. Das ist mal was ganz Verrücktes für alle, die Magic oder Yu-Gi-Oh! Pokémon Karten Sammelspiele gespielt haben. Echt ganz witzig, muss ich sagen. Hat Spaß gemacht. Und Landro schreibt Unsub, Unfollow. Ja, genau, Unsubscribe. King schreibt dir noch einen schönen Rest und auch euch auch. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Habt noch einen wunderschönen Tag. Auf die nächsten 50 allerspätestens. Ich glaube, ich werde das zwischendurch mal machen mit dem Aufnahmestream. Das ist schon echt immer ganz cool. Und ansonsten gehabt euch wohl, bleibt gesund. Schönen Start in die nächste Woche. Lasst es euch gut gehen. Bis dann. Ciao, ciao.